Die Wärmepumpe ist ein klassisches, wichtiges Anwendungsbeispiel unserer Thermodynamik im praktischen Leben. Aufgrund der Brisanz der Wärmewende und die Rolle der Wärmepumpe bei dieser Wärmewende ist es mir ein Anliegen, nicht nur den Studierenden, sondern auch Ihnen das Funktionsprinzip der Wärmepumpe zu erläutern, in der großen Hoffnung, dass ein Verständnis über dieses Funktionsprinzip Ihre Akzeptanz und Ihr Vertrauen in die Wärmepumpe stärken möge. Worum geht's? Wärme ist eine Energieform. Und Wärme tritt nur in Erscheinung, wenn es eine Temperaturdifferenz gibt. Wärme fließt grundsätzlich von einem Bereich höherer Temperatur zum Bereich niedrigerer Temperatur mit dem Ziel, diese Temperaturdifferenz auszugleichen. Das ist analog zum Verhalten des Wassers. Wasser fließt grundsätzlich bergab, also von einem hohen Niveau runter zu einem niedrigen Niveau. Wenn sich das Niveau angeglichen hat, wenn sich die Niveaus angeglichen haben, dann hört der Wasserstrom auf. Und wenn Sie jetzt Wasser von einem niedrigen Niveau wieder zu einem höheren Niveau befördern wollen, müssen Sie eine Pumpe installieren oder zur Anwendung bringen. Die Pumpe braucht Energie, zum Beispiel elektrische Energie. Analog ist es mit der Wärme. Wärme fließt grundsätzlich zum Bereich niedriger Temperatur hin. Und wenn Sie Wärme von niedriger Temperatur wieder auf ein höheres Temperaturniveau anheben wollen, brauchen Sie eine Wärmepumpe. Und diese Wärmepumpe benötigt auch Energie, zum Beispiel elektrische Energie. Ich möchte das hier am Beispiel einer Gebäudeheizung einmal verdeutlichen. Dargestellt ist hier das Temperaturprofil, kuschelige 20 Grad im Gebäude und kalte 0 Grad zum Beispiel draußen in der Umgebung. Und hier zwischendurch taucht irgendwo diese berüchtigte Taupunkttemperatur auf. Aufgrund dieses Temperaturgefälles wird es jetzt einen Verlustwärmestrom geben. Das heißt, aus dem Gebäude strömt Wärme in die kältere Umgebung. Dieser Wärmestrom würde aufhören, wenn sich die Gebäudetemperatur und die Umgebungstemperatur angeglichen haben. Aber da die Umgebung nun mal sehr, sehr viel größer ist als das Gebäude, gewinnt natürlich die Umgebung. Und das Gebäude wird letztlich auf Umgebungstemperatur landen. Deswegen müssen wir diesen Verlustwärmestrom kompensieren durch einen Heizwärmestrom. Dazu braucht es dann ein Heizapparat, eine Heizung. Und diese Heizung wollen wir in Zukunft durch diese Wärmepumpe realisieren. Das Besondere der Wärmepumpe ist, anders als bei anderen Heizsystemen, dass sie schon einen Teil des notwendigen Heizwärmestroms aus der Umgebung nimmt. Und dazu natürlich auch noch weitere Energie benötigt, um diese Arbeit zu verrichten, die notwendig ist, um von einem Temperaturniveau unten zu einem höheren Temperaturniveau anzusteigen. Die Relevanz der Wärmepumpenanwendung möchte ich an diesem Diagramm zeigen. Dargestellt sind hier die Verteilung der Heizarten in Deutschland. Es gibt eine riesige Zahl von Heizungen in Deutschland, über 21 Millionen. Diese Heizung zu betreiben, ist ein Großteil unseres Energiebedarfs in Deutschland. Das heißt also, von dem Gesamtenergiebedarf Deutschlands hat die Gebäudewärme ca. grob ein Drittel Anteil. Ein weiteres Drittel ist dem Verkehr zuzuordnen, ein Drittel der Industrie, ganz grob. Und diese Wucht der Gebäudewärme ist leider dadurch so dramatisch, dass derzeit die Heizsysteme überwiegend durch fossile Brennstoffe befeuert werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sehen hier die Verteilung, also die Art der Heizung im Jahre 2019. Gelb ist der Anteil der Heizsysteme, die mit Erdgas befeuert werden, über 48%. Rot ist der Anteil, die noch mit Öl feuern, also Ölkessel benutzen zum Heizen.
Und dann haben wir hier aber schon einen recht ordentlichen Teil an Fernwärme. Fernwärmeheizungen sind eigentlich gut, wenn das Fernwärmenetz auch mit regenerativer Energie beschickt wird. Und dann haben wir ja einen ganz kleinen Anteil von Wärmepumpen und sonstigen Heizungen, die aber leider noch nicht den überwiegenden Teil darstellen. Das soll aufgrund der Gesetzeslage im Jahr 2045 anders aussehen. Dort wollen wir in Deutschland klimaneutral sein. Und das könnten wir zum Beispiel dadurch erreichen, dass wir 60% unserer Heizsysteme mit Wärmepumpen beschicken. Wichtig ist natürlich, dass die elektrische Energie, die zum Betrieb einer Wärmepumpe benötigt wird, dann auch aus regenerativen elektrischen Energieerzeugern bereitgestellt wird. 30% könnte nach wie vor die Fernwärme, könnte dann auch Fernwärme sein. Und der Erdgas- und der Ölanteil an Heizsystem soll quasi verschwunden sein. Das ist das Ziel und deswegen die große Relevanz von Wärmepumpen. Wie funktioniert die Wärmepumpe? Es ist im Prinzip ganz einfach. Das ist schon die Vorversion einer Wärmepumpe. Sie sehen hier eine Luftpumpe, also einen Zylinder mit einem Kolben. Der Kolben kann bewegt werden. In dem Zylinder ist Gas enthalten, in diesem Falle Luft. Sie wissen, wenn ich dieses Gas komprimiere, also das zusammendrücke, dann steigt die Temperatur des Gases an. Das ist hier dargestellt. Hier ist die Temperatur aufgetragen des Gases in meiner Luftpumpe, Wärmepumpe. Dieser steile Anstieg ist die Temperatur des Gases während der Kompression. Wenn ich das Gas, das ist mein Kältemittel, mein Arbeitsfluid in diesem Falle, so stark komprimiere, dass es wärmer wird als die Zieltemperatur, in diesem Falle die Temperatur des Hauses, des Wohnzimmers, dann gibt das Gas etwas Wärme an das Wohnzimmer ab. Also ich komprimiere das Gas auf 35 Grad, das Wohnzimmer hat 20 Grad, also kühlt sich dieses Gas ab, bis es die Wohnzimmertemperatur erreicht hat. Das ist hier angezeigt durch diese roten Pfeile. Das ist die Wärmeenergie, die vom Gas an das Wohnzimmer geht. Gut, irgendwann hat sich die Temperatur des Gases an die Wohnzimmertemperatur angeglichen. Ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Ich gehe jetzt raus in die Umgebung und expandiere mein Gas. Durch die Expansion fällt die Temperatur des Gases dramatisch runter. So, unterhalb der Umgebungstemperatur kommt es dann zu liegen. Also wenn die Umgebungstemperatur vielleicht 0 Grad hat, dann könnte ich mein Gas auf minus 5 Grad expandieren. Dann passiert nämlich Folgendes, wird hört, die Umgebung gibt Wärme an mein kaltes Gas ab. Das heißt, die Umgebung wärmt mein Gas von minus 5 auf 0 Grad. Das heißt, das Gas saugt Umgebungswärme auf, bis es dann schließlich die Umgebungstemperatur erreicht hat. Dann aber gehe ich schnell wieder ins Wohnzimmer, komprimiere mein Gas und das Spiel geht von vorne los. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Das Prinzip der Wärmepumpe ist, dass ich ein Arbeitsmedium habe, ein Arbeitsfluid, was wir nachher auch Kältemittel nennen dürfen. Dieses Arbeitsfluid werde ich in einem ersten Schritt komprimieren. Dadurch steigt die Temperatur des Arbeitsfluides an. Und zwar so stark, dass ich damit in meinem Gebäude Wärme abgeben kann, auf hohem Temperaturniveau. Nach der Wärmeabgabe expandiere ich mein Arbeitsfluid, so dass sich das Arbeitsfluid stark abkühlt. So stark, dass ich, wenn ich den jetzt in der Umgebung stehe, Wärme aus der Umgebung auf mein noch kälteres Arbeitsfluid übertragen kann. Also ich tanke einen Wärmestrom aus der Umgebung in mein Arbeitsfluid. Das Arbeitsfluid ist eine Art Energieträger. Dann gehe ich wieder ins Gebäude und komprimiere, gebe Wärme im Gebäude ab und wiederhole diesen Kreisprozess, den ich aber natürlich eleganter darstellen kann, als mit dieser albernen Pumpe hin und her zu laufen. Ich werde
jetzt die Komponenten verstetigen. Also ich mache das Ganze kontinuierlich, fahre das Gas in einen Kreisprozess, angefangen mit dem Kompressor. Der Kompressor komprimiert das Arbeitsfluid auf der Art, dass es eine hohe Temperatur annimmt, Wärme an den Raum abgeben kann. Nach der Wärmeabgabe kommt der dritte Schritt wieder, die Expansion, zum Beispiel durch eine Turbine, zum Beispiel durch ein Drosselventil, was sich ja auch immer eignen mag als Expander. Und schließlich komme ich dann mit dem kalten, expandierten Arbeitsfluid in die Umgebung, wo ich wieder Wärme aufsaugen kann, um den Kreisprozess danach von vorne nochmal zu durchlaufen. Das ist das Prinzip der Wärmepumpe. Solche Wärmepumpen gibt es, alles wunderbar. Und der elegante Trick einer Wärmepumpe ist, dass sie Wärmeenergie aus der Umgebung mit einbeziehen in ihren Heizwärmestrom. Das heißt, sie nutzen Umgebungswärme, um die Heizung zu betreiben. Das wird quantifiziert durch die Leistungszahl. Diese Leistungszahl gibt das Verhältnis von dem gewünschten Heizwärmestrom an, bezogen auf die elektrische Energie, die sie zum Betrieb des Kompressors nutzen. Diese Leistungszahl, im Englischen COP genannt, Coefficient of Performance, hat bei typischen Gebäudewärmepumpen den Zahlenwert 3 zum Beispiel. Das heißt, 3 Einheiten Heizwärmestrom kriegen Sie aus einer Einheit elektrischer Energie. Das ist anders als zum Beispiel bei einer elektrischen Widerstandsheizung, wo Sie ohne Unterstützung der Umgebung einfach nur mit einer Einheit elektrischer Energie eine Einheit Wärme bereitstellen können. Somit ist die Wärmepumpe ein sehr effizienter und thermodynamisch pfiffiger Apparat, der es ermöglicht, die in Zukunft sicherlich zunächst knappe, regenerativ bereitgestellte elektrische Energie effizient für Heizzwecke zu nutzen. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ich möchte zunächst noch ein paar Minuten nutzen, um Ihnen das Vertrauen zu geben, dass die Umgebung tatsächlich in der Lage ist, diesen Beitrag für Ihre Heizwärme zu leisten. Wenn Sie bei 0 Grad Celsius raustreten in die Umgebung, denken Sie, das wird ja nichts. Also hier ist ja keine Wärme, die ich für meine Heizung nutzen kann. Täuschen Sie sich nicht, auch ein Flugzeug fliegt, obwohl Sie zunächst, wenn Sie das Prinzip noch nicht verstanden haben, nicht wissen, wie in dieser Luft jemals ein so schwerer Apparat abheben kann. Also, es gibt Energie in der kalten Umgebung. Wir nennen das innere Energie. Die innere Energie ist im Prinzip die Energie, die in den Molekülen der Materie steckt. Diese innere Energie setzt sich zusammen aus den Zitterbewegungen und den anderartigen Bewegungen der Moleküle. Jede Materie besteht irgendwie aus Molekülen. Und ein Maß für diese Bewegungsenergie, Brownsche Molekülbewegung, ist die Temperatur. Also je höher die Temperatur, desto stärker zittern diese Moleküle. Das ist jetzt hier ganz exemplarisch für eine Substanz einmal in Rot dargestellt, die innere Energie als Funktion der Temperatur. Sie sehen bei niedrigen Temperaturen erst die feste Phase, dann kommt das Schmelzen. Das ist quasi ein Sprung in der inneren Energie. Dann gibt es die flüssige Phase. Und dann gibt es dann den Übergang zur Gasphase durch die Verdampfung. Und hier oben wäre jetzt diese Materie, die hier beispielhaft dargestellt ist, gasförmig. Erst wenn die Moleküle wirklich gar nichts tun, wenn sie wirklich stillstehen, dann haben wir die Temperatur 0. Und zwar 0 Kelvin. Die Kelvin-Skala ist unsere Temperaturskala, die auch als die eben diesen absoluten Nullpunkt hat. Kälter als 0 Kelvin geht es nicht. Und die aber nach oben hin offen ist. Und diese Kelvin-Temperaturskala ist nur sozusagen gegenüber der Celsius-Temperaturskala verbunden. Also 0 Kelvin sind minus 273 Grad Celsius. Darunter geht nichts. Es gibt keine Temperatur, die
kälter, niedriger ist als minus 273 Grad Celsius, also 0 Kelvin. So, und mit dieser Temperaturskala sehen Sie, dass 0 Grad Celsius gar nicht so kalt ist. Das sind 273 Kelvin, das ist also schon was. Das heißt, die Moleküle der kalten Luft sind durchaus in Bewegung und diese innere Energie der für sie kalten Luft reicht aus, um unsere Wärmepumpe mit dem Wärmestrom zu beschicken. Das Flugzeug hier ist eine sehr grobe Analogie. Das soll eben nur zeigen, dass Sie eigentlich der Luft auch nicht zutrauen, dass so ein schweres Gerät sich da in die Luft erhebt. Aber es funktioniert und ähnlich können Sie auch der Luft anvertrauen, dass sie innere Energie hat, auch bei 0 Grad, und ein bisschen dazu beitragen vermag, ihre Heizung zu beschicken. Und jetzt müssen wir noch einen zweiten Punkt angehen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Das war unser Kreisprozess, so wie ich ihn eben vorgestellt habe. Also mit einem Gas als Arbeitsfluid funktioniert durchaus. Es gibt solche Wärmepumpen, aber Gas ist nicht so furchtbar geeignet als Arbeitsmedium. Also Gas ist, wie Sie wissen, dünn, hat eine geringe Dichte und somit auch eine geringe Energiedichte. Das heißt, um 10 Kilowatt Heizwärme zur Verfügung zu stellen, also eine Heizleistung von 10 Kilowatt zum Beispiel bereitzustellen, brauchen Sie einen riesigen Volumenstrom an Gas, der diese Energie dahin schaufelt. Eleganter ist es, wenn Sie den Phasenwechsel eines Arbeitsfluids nutzen. Also Phasenwechsel bedeutet, dass Sie verdampfen oder auch kondensieren. Also von der Flüssigphase in die Gasphase gehen und von der Gasphase wieder in die Flüssigphase gehen. Also das ist von der Gasphase in die Flüssigphase ist das, was wir Kondensation nennen. Und von der Flüssigphase in die Gasphase, das ist die Verdampfung. Und wenn wir das Arbeitsfluid jetzt so einstellen, dass es während der Wärmeaufnahme in der Umgebung verdampft und während der Wärmeabgabe im Haus kondensiert, dann haben wir eine sehr viel effizientere Energie, einen effizienteren Energietransport. Sie kommen also mit sehr viel weniger Arbeitsfluid aus, wenn Sie dieses Verdampfen und Kondensieren mit einbeziehen. Es ändert aber nichts an dem Grundprinzip, was ich eben erläutert habe. Hier sehen Sie jetzt die Dampfdruckkurve eines beliebigen Kältemittels. Wenn das jetzt Wasser wäre, dann wüssten Sie, dass Sie bei einer Temperatur von 100 Grad Celsius, sprich 373 Kelvin, einen Siededruck von 1 Bar haben, also atmosphärischen Druck. Wenn Sie oben in den Bergen sind, wenn der Druck abnimmt, dann siedet Wasser entsprechend früher. Das ist also dann durch diese Dampfdruckkurve manifestiert. Und jedes andere Kältemittel, Wasser ist jetzt nicht so furchtbar praktisch als Arbeitsfluid, weil es eben unterhalb von 0 Grad auch fest wird, würden wir also auch eine solche Dampfdruckkurve malen können. Und wir können dann sehen, also welchen Druck Sie im Verdampfer einstellen müssen, damit er aus der Umgebung noch genügend Energie zum Verdampfen zieht und welchen Druck Sie im Kondensator einstellen müssen, damit es dann im Heizaggregat auch kondensiert. Und diesen Druck muss halt der Kompressor bereitstellen und umgekehrt muss dann das Expansionsorgan, zum Beispiel ein Drosselventil, diesen Druck wieder reduzieren auf den Verdampferdruck. Gut, damit sind wir fast am Ende. Das ist jetzt der Wärmepumpenkreisprozess, wie er in der Wärmepumpe wäre, die Sie typischerweise kaufen könnten für Ihre Gebäudeheizung. Also hier rechts ist eine Wärmepumpe dargestellt. Also Sie sehen sie hier im Gebäude stehen. Wenn Sie diese Wärmepumpe aufmachen, sehen Sie den Kompressor. Sie sehen wahrscheinlich einen Plattenwärmeübertrager, der die Heizwärme an das Heizungskreislaufwasser übergibt. Sie sehen ein Drosselventil, ein Drosselorgan. Und der Verdampfer, also der Wärmeübertrager, der Umgebungswärme raussaugt, der steht hier draußen, muss er ja. Er muss ja draußen aus der Umgebung eben Wärme aufnehmen. Da ist typischerweise so ein Ventilator noch davor, der einfach dafür sorgt, dass mehr Umgebungsluft durch diesen Apparat strömt und die Verdampfung beschleunigt. Soweit unser Wärmepumpenkreisprozess. Ich muss jetzt nur noch ein paar Aufräumarbeiten machen. Das ist zum Beispiel das Thema Kältemittel.
Also Kältemittel ist umgangssprachlich eben unser Arbeitsfluid. Unser Arbeitsfluid, was ja eine wichtige Funktion hat in meinem Kreisprozess, bleibt ja eigentlich in der Wärmepumpe enthalten. Also es hat irgendwo anders nichts zu suchen. Aber dieses Kältemittel muss gewisse Eigenschaften haben, weil ja eben doch irgendwann mal vielleicht Kältemittel in die Umgebung tritt. Also wenn Sie 15 Millionen Wärmepumpen haben, dann kann es durchaus passieren, dass hier und da mal Kältemittel austritt. Und dann darf dieses Kältemittel nicht umweltschädlich sein. Also frühere Kältemittel haben zum Beispiel die Ozonschicht zerfressen, oben in der Turbospause. Oder jetzige Kältemittel tragen zu einem erheblichen Teil zum Treibhauseffekt bei, sind also auch nicht so gut. Andere Kältemittel sind toxisch oder sie brennen oder sie sind korrosiv. Wir müssen bei der Wahl des Kältemittels noch weiter nachdenken und sehr aufpassen. Ein weiterer Punkt ist, dass Sie sich über die Wärmequelle Gedanken machen könnten, müssten. Ich habe bisher ja das so getan, als ob die Umgebungsluft die Wärmequelle für Ihre Wärmepumpe ist. Das ist auch in den allermeisten Fällen der Fall. Aber Sie können alternativ, so Sie denn die Möglichkeit haben, auch Erdwärme nutzen. Also eine Sonde in die Erde einbringen und dann geothermische Wärme für den Betrieb der Wärmepumpe nutzen. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, ist einfach die Tatsache, dass Sie schon längst eine Wärmepumpe im Hause haben. Nämlich jeder Kühlschrank ist auch eine Wärmepumpe. Er saugt Wärmeenergie, die in den Kühlschrank eingesickert ist, aus dem Kühlschrank raus und deponiert diese Wärmeenergie bei der höheren Küchentemperatur. Also auch dort eine Wärmepumpe. Sie sehen hier den Kompressor. Das ist dieses schwarze Teil hinter dem Kühlschrank, was immer so brummt ab und zu. Sie sehen den Kondensator, der also dieses schwarze Gitter durch das schwarze Gitter am Rücken Ihres Kühlschranks repräsentiert wird. Und der Verdampfer, das sind Rohrleitungen in dem Kühlschrank selbst. Soweit mein Versuch, Ihnen die Funktionsweise einer Wärmepumpe zu erläutern. Ich hoffe, Sie hatten ein klein bisschen Spaß, Freude an dieser vielleicht sogar ersten Thermodynamik-Vorlesung, die Sie genossen haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie noch Fragen haben, dass Sie noch weitere Informationen haben möchten. Ich habe hier nur ganz beispielsweise zwei Adressen genannt. Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, KEAN, die stellt Informationen bereit. Aber auch sehr gute Informationen können Sie beziehen über den Bundesverband Wärmepumpen, BWP. Dort gibt es eine ganze Reihe von zusätzlichen Informationen über Förderratgeber, über das Modernisieren und überhaupt den Umgang mit Wärmepumpen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn das ein Impuls war, Ihnen die Beschäftigung mit Wärmepumpen zu erleichtern.